Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Wolf. Was gibt's denn? Ich hab Hunger. Rehrücken mit Rotkraut. Das Essen ist gleich fertig. Großartig. Ist Post gekommen? Liegt auf dem Schreibtisch. Ja, bitte. Dr. Lippert? Ja, am Apparat. Fahren Sie heute Nachmittag zu Ihrem Gestüt? Ja, wer spricht denn da? Fahren Sie nicht hin. Man will Sie umbringen. Man will was? Ich sagte, man will Sie umbringen. Fahren Sie nicht zum Gestüt. Bitte tun Sie es nicht. Es ist kein Scherz. Ich meine es ernst. Gott schütze Sie. Sie können zu Tisch kommen. Wir hatten lange kein Bild mehr. Wie ist das Fleisch? Sehr gut, danke. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Eine Frage noch. Fahren Sie heute zum Gestüt? Warum fragen Sie? Ich wollte am Nachmittag meine Schwester besuchen. Sie hat Geburtstag. Aber natürlich, gehen Sie nur. Ich fahre zum Gestüt. Kommen wieder zurück? Ja, ich bin noch mal zurückgekommen. Sie wollten gerade gehen, Frau Wolf? Ja, in diesem Moment. Soll ich hier bleiben? Nein, nein, gehen Sie nur. Thank you.
Ja, bitte. Gott sei Dank, Sie sind zu Hause geblieben. Bitte wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind. Nein, nein, das kann ich nicht. Aber ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Sie müssen auch zu Hause aufpassen. Sie haben doch einen Garten. Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Es wurde darüber gesprochen. Seien Sie vorsichtig. Gehen Sie nachts nicht in den Garten. Sagen Sie doch, wer Sie sind. Und wenn es an der Haustür läutet, fragen Sie erst, wer da ist. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Aber sagen Sie bitte... Wer ist da bitte? Ich bin es. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Was ist denn mit Ihrem Wagen? Hatten Sie einen Unfall? Nein, nein. Holen Sie nur Ihren Schlüssel. Aber da sind Löcher in der Windschutzscheibe. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Schönen Nachmittag. Es wurde auf Sie geschossen. Ja, geben Sie mir mal Ihren Namen, die Adresse. Ja. Und wo ist das passiert? Okay. So, Herr Lippert, eine Hülse haben wir schon gefunden. Das ist eine Gewehrpatrone 308. Entschuldigung. Ja? Ah ja, Stefan. Ja, wir sind hier am Tatort gleich fertig. Ich fahre dann zur Villa Lippert, ne? Okay, Ende. Es war eine junge Stimme. Was nichts heißen soll, ich kann mich irren. Mein Eindruck war, es ist die Stimme eines jungen Mädchens. Die Sie vorher niemals gehört haben? Nein, niemals. Sie sagten auch, die Frau, die hat sich noch mal gemeldet? Ja, als ich zurückkam, sie sagte offenbar ganz erleichtert, Gott sei Dank, Sie sind zu Hause geblieben. Haben Sie ihr gesagt, dass man auf Sie geschossen hat? Nein. Ja, warum nicht? Ich weiß es nicht. Sie sprach auch gleich weiter von meinem Garten. Ich soll ihn nicht benutzen, nicht abends, nicht im Dunkeln, meinte sie wohl. Und soll auch nicht die Haustür öffnen, ohne zu fragen, wer da ist. Ja. Sie scheinen da wirklich einen Schutzengel zu haben. Sagen Sie, haben Sie da irgendeine Vermutung, was dahinter stecken könnte? Überhaupt keine. Wissen Sie, das ist eine so unglaubliche Situation, dass da irgendjemand ist, der mich umbringen will. Aber es sieht ja ganz so aus, als ob ich das ernst nehmen muss. Oh ja, sollten Sie. Das sollten Sie auch. Um noch mal auf Ihren Schutzengel zurückzukommen. Es ist wahrscheinlich der Fall, dass Sie noch einmal anruft. Ich nehme es als sicher an. Haben Sie ja eine Gelegenheit, Gespräch auf Band zu nehmen? Nein. Wir werden das morgen einrichten und eine Fangschaltung legen. Tja, Herr Doktor, jetzt mal ein paar Fragen zu Ihrer persönlichen Situation. Ich bin seit 5 Jahren geschieden. Meine geschiedene Frau lebt in München. Ihr geht's gut. Wir haben keine Kinder. Verwandte, einen Bruder, der auch in München lebt. Er ist, ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich habe kein enges Verhältnis zu ihm. Wir sehen uns 2-3 Mal im Jahr. Er hat 2 erwachsene Kinder. Beruflich,
Ich bin Inhaber eines Betriebes. Wir stellen Spezialdruckmaschinen her. Ich bin der Besitzer von Patenten. Es ist ein moderner, aber kein großer Betrieb. Circa 50 Angestellte. Was ich sagen will, ich führe ein ruhiges Leben. Ich lebe zurückgezogen. Ich werde versorgt von Frau Wolf. Sie ist seit 20 Jahren hier im Hause. Tja, was können wir tun? Wenig. Er will ja unbedingt in seinem Haus bleiben. Sag mal, müssen wir denn warten, bis wirklich was passiert? Wie findest du ihn? Sympathisch, ruhig, introvertiert. Tja, nichts tun schmeckt uns doch eigentlich nicht. Was bedeutet das alles, Herr Doktor? Keine Türen und Fenster offen lassen. Sie haben doch gehört, was es bedeutet. Wenn Sie Angst haben, nehmen Sie Urlaub, bis die Sache geklärt ist. Das überlege ich mir auch. Derek? Aber nein, Dr. Lippert, Sie stören überhaupt nicht. Ich habe nur eine Frage. Wie ernst nehmen Sie die Sache? Wir nehmen die Sache sehr ernst und das sollten Sie auch tun. Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, ja, ich habe verstanden. Entschuldigen Sie nochmals die Störung. Guten Abend. Lippert nimmt die Sache nicht ernst. Brauchen Sie noch etwas? Ich gehe jetzt schlafen, Herr Doktor. Ich lasse im Garten das Licht an. Gute Nacht, Frau Wolf. Gute Nacht. Man schießt sich ein. Schmerzen? Es tut nicht sehr weh, nur ein Patscher zum Glück. Bin wieder davongekommen. Ich hab's nicht geglaubt. Bin hinausgegangen, weil ich's einfach nicht glauben wollte. Gehen Sie morgen zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie den Verband wechseln. Wir suchen aber ohne große Aussicht auf Erfolg. Keinen Moment bleibe ich länger in diesem Haus. Ich habe meine Tasche schon gepackt. Heute Nacht will ich zu meiner Schwester gehen. Ich habe schon mit ihr telefoniert. Ja, tun Sie das. Tut ihr ja. Sie müssen das verstehen, Herr Doktor. Ich verstehe es ja. Dann gute Nacht. Morgen früh bin ich wieder da. Vielen Dank. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Kollege bleibt heute Nacht hier. Das ist nicht nötig. Ach, ich halte es für nötig. Merkwürdigerweise bin ich gar nicht ängstlich, eher verwundert. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass heute noch etwas passiert, aber... Sicher ist sicher. Sag mal, der ist ja unglaublich gefasst. Ja, erstaunlich. Schließlich wurde an einem Tag zweimal auf ihn geschossen. Vielleicht sagt er uns nicht alles. Wirklich, aber passt es zu ihm? Also dann, bis morgen. Gute Nacht.
Hallo? Sind Sie es? Ich nehme an, Sie sind es wieder. Man hat auf mich geschossen. Hat man? Ja, heute Abend. Aber ich hatte Ihnen doch gesagt, gehen Sie nicht in den Garten. Wissen Sie, ich hatte es nicht ganz ernst genommen. Ja, aber deshalb hatte ich Sie doch ausdrücklich gewarnt. Ja, ja. Jetzt weiß ich ja, dass Sie recht hatten. Ist Ihnen etwas passiert? Eine kleine Wunde am Oberarm, nicht der Rede wert. Ein Streifschuss. Es ist also noch mal gut gegangen. Gott sei Dank. Ja. Ja, hören Sie. Nein, bitte fragen Sie nichts. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Gute Nacht. Ja, bitte. Oh, Entschuldigung, ich hörte nur das Telefon und dachte... Ja, die Stimme. Die unbekannte Frau. Ich bin jetzt ganz sicher, es ist die Stimme eines jungen Mädchens. Was wollte sie? Offenbar nur hören, ob ich noch lebe. Haben Sie sie gefragt, wer sie ist? Ich wollte es gerade, aber sie kam mir zuvor. Bitte fragen Sie nichts, sagte sie. Und dann, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Tja, warum tut ihr das alles? Also, wenn sie wieder anruft, dann nehmen Sie hier diesen Schalter. Mehr müssen Sie gar nicht tun. Das Band läuft und nimmt das Gespräch auf. Und zugleich läuft die Fangschaltung. Sie können gar keinen Fehler machen. Alles geht dann automatisch. Bitte, meine Herren. Darf ich Sie mal sprechen? Natürlich. Das sieht aber gut aus. Herr Liebert, wir müssten Ihr Lebensumfeld kennenlernen. Beruflich und auch privat. Wie steht die Sache nun? Ich bleib nachts nicht mehr hier im Haus. Das kann man mir doch nicht übel nehmen. Nein, ich glaube, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Ich dachte, ich frage Sie lieber. Heute früh wurde ja was am Telefon gemacht. Die Gefahr ist noch nicht vorbei? Nein. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Was denken Sie so über Dr. Lippert? Was ich über ihn denke? Das ist doch wohl nicht wichtig. Na, hören Sie mal. Sie sind doch schon sehr lange hier im Haus. Sie kennen ihn doch sicher sehr gut. Wissen Sie, ich krieg hier mein Geld. Ich krieg's pünktlich und das reicht mir. Aber Ihnen sage ich's. Irgendwo ist er nicht ganz bei Trost. Bücher, Musik, sein Gestüt und sonst nichts. Keine Gäste, keine Freunde, keinen Umgang mit niemandem. Ist mir schon immer unheimlich gewesen. Und seine geschiedene Frau? Tja, die ist ja nun auf und davon. Warum ist sie auf und davon? Warum? Das können Sie sich doch selber ausrechnen. Eine schöne Frau. Eine elegante Frau. Der reicht dieser Mann nicht. Eine Liebesheirat war das sicher nicht. Hier haben Sie alles, was Sie wissen wollten. Ihre ehemalige Frau, wo sie jetzt wohnt. Die Adresse meines Bruders, die Adresse meiner Nichte, meines Neffen kenne ich nicht. Einige Bekannte. Es sind nicht viele, nicht mehr. Mein Bekanntenkreis hat sich sehr verringert. Ja, wieso das? Mein Interesse daran ist weg. Bekanntschaften, Freundschaften muss man pflegen, das tue ich nicht. Ich habe veranlasst, dass in unregelmäßigen Abständen ein Streifenwagen an Ihrem Haus vorbeifährt. Danke. Wenn Sie recht, ist der Doktor, dann würden wir jetzt gerne mit Ihnen zusammen in Ihren Betrieb fahren. Und ich habe Frau Wolf gebeten, während Ihrer Abwesenheit nicht ans Telefon zu gehen. Wollen Sie nicht noch einen Schluck Tee? Nein, danke. Komm. Haben Sie eine Vertrauensperson hier in Ihrer Firma? Die Ihnen Auskünfte geben soll. Geben kann, Doktor, geben kann. Mein Geschäftsführer, Herr Wild. Ich habe ihm von den beiden Mordanschlägen erzählt. Außerdem steht es ja schon in der Zeitung. Das ist natürlich rum wie ein Lauffeuer im ganzen Betrieb. Mordanschläge auf den Chef. Alle sind erschrocken und aus ganz verständlichen Gründen. Und was sind das für Gründe genau?
das ist doch logisch. Was wird dann mit dem Betrieb? Mit uns? Mit den Arbeitsplätzen? Tja, was wird denn damit? Na, die Konkurrenz könnte uns aufkaufen, zum Beispiel, um uns stillzulegen. Ist die Konkurrenz denn so mörderisch? Konkurrenz ist immer mörderisch. Ich meine... Ach so. Sie meinen mörderisch in einem anderen Sinne. Wenn Sie so wollen, im eigentlichen Sinn. Dazu kann ich nichts sagen. Wen hat Ihr Chef nun zu fürchten? Sich selber. Entschuldigen Sie, ich weiß, wie Sie das meinen, aber... Wie finden Sie eigentlich, Dr. Lippert? Werden Sie ihm über unser Gespräch berichten? Nein, bestimmt nicht. Ihnen kann es vielleicht helfen. Er ist nicht mehr up to date. Seine Arbeit, dem, was heutzutage verlangt wird, nicht mehr gewachsen. Er ist irgendwie raus aus dem Gleis. Nichts gegen ihn, ein fabelhafter Mann. Ich meine das jetzt menschlich. Aber dafür kann man sich ja nichts kaufen, ne? Es ist nichts mehr los mit ihm, seitdem seine Frau durchgegangen ist. Das hat ihm den Knacks gegeben. Entschuldigen Sie, Telefon. Die Geschäfte mache ich nämlich hier. Vielen Dank. Na, was hältst du von dem Herrn? Knallhart. Der Tod seines Chefs, was bringt das ihm? Wissen Sie, er ist ein guter Mann. Sehr tüchtig und das weiß er. Er weiß, was er wert ist und das zeigt er mir. Die Sache ist auf einen kurzen Nenner zu bringen und der heißt Erfolg. Seine Geschäfte gehen ihm über alles. Meine Geschäfte. Aber meine Geschäfte sind auch seine Geschäfte. Er hat nicht gut von mir gesprochen, nicht wahr? Sie können mir das ruhig sagen, ich weiß, was er von mir hält. Was hält er von Ihnen? In seinen Augen bin ich ein Idiot. Und das bin ich nicht nur in seinen Augen. Ja, bitte. Darf ich mal stören? Eine Frage, die nach Lage der Dinge nicht ganz unwichtig ist. Sie haben wichtige Geschäftsunterlagen zu Hause. Ja. Sollten die jetzt nicht lieber in der Firma sein? Ich bringe sie morgen mit. Es ist ja nur, wenn irgendetwas passiert, Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Man kriegt sie einfach nicht raus. Sie entschuldigen. Schon gut. Ich habe verstanden. Ein Rechner. Er rechnet mit allem. Auch damit, dass ich morgen vielleicht schon tot bin. Lippert, sind Sie es wieder? Ja. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Ihnen geht. Danke, es geht mir gut. Es hat sich nichts mehr ereignet heute. Nein? Die Polizei bewacht das Haus. Polizeiwagen fahren andauernd vorbei. Ich glaube, es kann mir jetzt nichts mehr passieren. Waren Sie heute im Büro? Ja. Sie haben da einen Parkplatz. Ja, natürlich.
Warum? Weil darüber gesprochen wurde. Darüber wurde gesprochen? Ja. Wer sprach darüber? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bitte, bitte fragen Sie nicht danach. Wenn Sie mich danach fragen, dann muss ich auflegen. Nein, nein, legen Sie nicht auf. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mir das Leben gerettet. Was ist mit dem Parkplatz? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, man will dort irgendetwas mit Ihrem Wagen unternehmen. Was macht Ihre Verletzung? Halb so schlimm. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie es Ihnen wohl geht. Kennen Sie mich persönlich? Haben wir uns schon mal gesehen? Nein, ich habe Sie ganz sicher noch nie gesehen. Ich muss jetzt aufhören. Gute Nacht. Bitte kommen Sie weiter. Ich habe natürlich schon gehört und dann auch gelesen, man will dich umbringen. Um Himmels Willen, aus welchem Grund? Das verstehe ich nun absolut nicht. Du doch ein so lieber Mensch bist. Entschuldige. Bitte. Ihr kennt euch? Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Das ist Herr Hofner, ein guter Bekannter, mein Mann. Das ist Herr Derrick, war Ihr Name. Ein Kriminalkommissar. Naja, ich bin Kriminalbeamter. Mordanschläge. Als ich davon hörte, was habe ich zu dir gesagt? Ein Irrtum, habe ich gesagt. Das kann nicht mein Mann gemeint sein. Doch nicht er. Geschossen hat man auf dich. Stell dir vor. Und du hast keine Ahnung, Lothar, wer und warum? Nicht die geringste. Kann ich mal mit Ihnen allein sprechen? Ja, natürlich. Bitte. Warum wollen Sie mich allein sprechen? Schauen Sie, weit und breit ist kein Motiv zu sehen für den Anschlag auf Ihren Mann. Verstehen Sie? Kein Motiv. Aber ein Täter. Und es muss jemand sein, der es sehr ernst meint. Und ich bleibe dabei. Es muss ein Irrtum sein. Wer soll diesen Mann umbringen? Aus welchem Grund? Ja, das ist es ja, wonach ich Sie fragen will. Wissen Sie, ich will nichts Schlechtes über meinen Mann sagen. Vielleicht ist es auch gar nichts Schlechtes. Er ist gutmütig. Und wie alle Gutmütigen, auch etwas langweilig. Ein Mann, der jeder Diskussion, jeden Streit aus dem Wege geht. Er hat nicht viele Freunde, aber auch keine Feinde. Er hat eine Art. Gott, was für eine Art hat er eigentlich? Gar keine. Ich meine, keine besondere. Er ist, wie sagt man, eine ehrliche Haut. Ja, ja, das ist er bestimmt. Er war nicht kleinlich bei der Scheidung. Wohnen Sie hier? Tja, ich wohne hier. Schon länger? Schon seit 3 Monaten. Sehr schöne Wohnung, ne? Sind Sie zum ersten Mal hier? Ich habe die Wohnung eingerichtet. Für meine Frau. Haben Sie. Sehr geschmackvoll. Eine Frage noch. Ihr Mann verfügt über ein beträchtliches Vermögen. Wer bekommt es, wenn er stirbt? Sie meinen, wenn man ihn umgebracht hat? Also, ich habe leider mit seinem Vermögen nichts mehr zu tun. Ich gebe zu, was ich bedauere, denn es ist ansehnlich. Aber er hat ja Familie. Sprechen Sie mal mit seinem Bruder, wenn er nicht gerade in der Trinkerheilanstalt ist.
Sie haben wenig Kontakt mit Ihrem Bruder. Wir sehen uns nicht so oft. Was macht er? Er hatte zwei Fotogeschäfte. Er ist nicht gesund. Er ist Alkoholiker. Ich kann ihm nicht helfen. Nicht mit Geld, weil er sofort vertrinkt. Seine Kinder haben sich praktisch von ihm abgewandt. Sie sind ganz in Ordnung. Ach nee. Du bist es, Luther. Mein Bruder ist da. Ist mal wieder da. Er kommt nur alle Jubeljahre. Aber er kommt. Guten Tag, Arnold. Guten Tag, Herr Lippert. Herr Derrick. Du traust dich nicht mehr allein her. Wie geht es dir? Wie es mir geht? Das fragst du? Siehst du nicht, wie es mir geht? Wie geht es jemandem, um den sich niemand mehr kümmert? Ich habe einen Bruder, ich habe Kinder, aber sie lassen mich alle hier verrecken. Hast du mir was zu trinken mitgebracht, Lothar? Ich habe keinen Tropfen mehr im Hause, du weißt, dass das die Hölle ist. Ich habe Walter angerufen, er wollte vorbeikommen, aber er ist nicht gekommen. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Die Uhr hast du auch verkauft. 4. 4 Uhr. Er sagte, er kommt. Aber er ist nicht gekommen. Weißt du, was ich glaube? Dass die nur darauf warten, dass ich krepiere. Und dass du krepierst. Dann werden sie fein raus. Aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Was wollt ihr eigentlich hier? Wer ist dieser Mann? Was will er hier? Du willst mich einsperren lassen. Gehen Sie. Verlassen Sie meine Wohnung. Schick ihn raus! Schick ihn raus! Entschuldige, ich habe mich verspätet. Das macht doch nicht. Das macht doch nichts, Junge. Du bist da. Das ist die Hauptsache. Dieser Anschlag auf dich. Es stand in der Zeitung. Ich habe übrigens sofort versucht, dich anzurufen. Aber du warst nicht im Geschäft. So. Ja, und zu Hause hat sich auch niemand gemeldet. Oberinspektor Derrick von der Kriminalpolizei bearbeitet das. Guten Tag. Tag. Was ist denn eigentlich los? Gibt es irgendeine Erklärung für die Anschläge? Nein, bis jetzt nicht. Persönliche Gründe? Keine sichtbar. Aber irgendein Motiv muss es doch geben. Es gibt eins. Warum seid ihr hier? Herr Derrick möchte deinen Vater kennenlernen. Ja, aber warum? Warum? Nun, ja, jeder Mensch hat so seine persönliche Umgebung und ich wollte gerne das Umfeld Ihres Onkels kennenlernen. Ja, wir gehören nicht zu seinem Umfeld. Weder mein Vater, noch meine Schwester, noch ich. Ich meine, wer will schon was mit so einem Umfeld zu tun haben? Hallo? Ich bin es. Ich habe darauf gewartet, dass Sie anrufen. Sie haben darauf gewartet? Weil ich mich freue. Sie freuen sich? Warum? Das ist schwer zu erklären. Ihre Stimme ist es. Meine Stimme? Sie haben eine sehr angenehme Stimme. Wie alt sind Sie? Das ist doch nicht wichtig. Sie helfen mir, Sie warnen mich. Warum tun Sie das? Sie kennen mich doch nicht. Ich höre Ihre Stimme und jetzt kenne ich Sie. Und Sie sagen, meine Stimme ist angenehm. Das ist Ihre auch. Ich habe einen Eindruck von einem Menschen, wenn ich seine Stimme höre. Sie sind mir schon ganz vertraut.
Ich muss jetzt Schluss machen. Gute Nacht. Hallo? Hallo? Das ist Walter Lippert, das ist Inspektor Klein. Hallo, guten Abend. Tja, so schnell sieht man sich wieder, nicht? Was tun Sie hier? Um diese Zeit treiben wir uns über Halle herum. Inge, ich hab dir doch erzählt von dem Herrn. Entschuldigen Sie, was sind Sie eigentlich, Kommissar? Meine Schwester Inge. Hallo. Darum? Sind Sie dienstlich hier oder zum Vergnügen? Das geht manchmal durcheinander, nicht wahr? Wollen wir tanzen? Ja, gern. Das mit Ihrem Vater ist glücklich, Herr Tratsch. Was wissen Sie? Wenn er ganz fertig ist, dann bringe ich ihm eine Flasche. Weil er sonst die Wände hoch. Er ist da nicht mehr zurechnungsfähig, verstehen Sie? Er gerät völlig außer Kontrolle. Alkoholiker sind irre. Im Grunde genommen ist das ja nichts Besonderes. Ich meine, schließlich sind wir ja alle ein bisschen irre. Trinken Sie auch? Ich habe das anders gemeint. Ja, allgemein. Oder können Sie noch sagen, was normal ist? Ihr Onkel, ist er normal? Mein Onkel? Gut, auf seine Art ist er auch verrückt. Wie gesagt, jeder auf seine Weise. Nur, mein Onkel hat keinen Spaß dran. Wohl lange nicht getanzt, wie? Merkt man das? Was macht Spaß? Ihnen vielleicht. Böse? Na ja. Bestellen Sie mir eine Cola? Ja. Eine Cola, bitte. Also, was ist dran an der Geschichte mit meinem Onkel? Tja, man will ihn umbringen. Haben Sie eine Ahnung, warum? Nein. Haben Sie eine? Wissen Sie, ich habe überhaupt keine Beziehung zu meinem Onkel. Noch nie eine gehabt. Komisch, was? Er ist mir irgendwie fremd. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt frage ich mich, ob ich Mitleid mit ihm haben soll. Wegen dem Kratzer. Ist es schlimm, dass ich kein Mitleid habe? Also dann so nach. Okay. Stefan? Ja? Die Schwester fragt, ob ich sie nach Hause bringe. Ja, bring sie doch. Komm, nimm den Wein. Okay, danke. Wir treffen uns nachher im Büro. Alles klar. Und das ist ein richtiges Polizeiauto? Ja. Es gibt ja noch nicht mal ein Blaulicht. Das habe ich versteckt. Und Sie sind ein richtiger Polizist? Ja. Ist es was Besonderes? Bis jetzt habe ich noch keinen persönlich kennengelernt.
Darf ich Musik anmachen? Ja, gern. Aber drücken Sie den richtigen Knopf, sonst heult es Martinshorn. Der? Ja. Sie malen? Nein, nein. Ich darf hier nur wohnen. Der Maler ist ein Freund von mir. Danke. Bitte. Er hat noch ein Atelier in der Toskana. Ich suche uns was zu trinken. Einverstanden? Mhm. Aber nur ein ganz, ganz kleines. Ich verstehe. Aber bei Alkoholkontrollen sind Sie doch gut raus. Zeigen einfach Ihren Ausweis. Ja. Dem Kollegen tut man doch nichts. Aber das ist genau das, was ich vermeiden möchte. Sie... Sie können auch hier schlafen. Das hätte ein Gutes. Ich bin nachts ungern allein. Jetzt möchte ich bloß wissen, wie Sie das verstehen. Ja, und ich würde gern wissen, wie Sie das meinen. Ich habe Angst. Am Tag nicht. Aber nachts. Und wovor haben Sie Angst? Ich weiß es nicht. Es ist mir eine allgemeine Angst. Ein Zustand, mit dem ich nicht fertig werde. Sie werden ja sicher einen Grund dafür haben, oder? Ich sag doch, ich weiß ihn nicht. Glauben Sie, dass die Leute, die meinen Onkel umbringen wollen, Erfolg haben werden? Jetzt suche ich uns lieber was zu trinken. Ein Whisky vielleicht? Sag mal, kann sie die Stimme sein? Nein, nein. Aber sie wollte irgendwas loswerden. Etwas, was ihr auf der Seele lag. Aber sie rückte nicht raus damit. Sie hat kein Geld, keine Wohnung. Sie wohnt halt da, wo man sie schlafen lässt. Prostitution? Nein, das nicht. Hat sie von ihrem Bruder gesprochen? Kein Wort. Naja, ich bin ihm nachgegangen. Er hat dann noch ein Lokal aufgesucht. Ein Lokal, das im Präsidium einschlägig bekannt ist. Treffpunkt für Leute. 100 Jahre Knast. Ja, das könnte bedeuten, die Mordanschläge waren das Werk von Profis. Mit denen Walter Lippert etwas zu tun hat? Aber was und warum? Rufen wir einmal Dr. Lippert an. Ob die Frau sich wieder gemeldet hat, sie ist der Schlüssel. Stefan, es ist 1 Uhr nachts. Ja, für uns ja auch. Besetzt. Er spricht um 1 Uhr nachts? Nein, ich bin nicht müde. Ich hätte mich nur nicht getraut anzurufen, weil es schon so spät ist. Sie dürfen mich immer anrufen. Dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben? Nein, ganz im Gegenteil. Erzählen Sie etwas von sich. Ich bin groß, schlank, blond. Nein, jetzt lüge ich. Ich bin klein, rund und schwarz. Und jetzt lügen Sie wieder. Vielleicht. Ich stelle mir vor, wie Sie sind. Und, haben Sie eine Vorstellung? Wie Sie sind? Ja. Sie sind so, dass ich Sie gern habe. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Gute Nacht.
Derek. Guten Abend, Doktor. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Herr Derek? Können wir jetzt noch bei Ihnen vorbeikommen? Es gibt einen wichtigen Grund. Wenn Sie meinen, dass es so wichtig ist, bitte. Danke, Herr Doktor, dass Sie noch so spät Zeit für uns haben. Es geht um Ihren Neffen und um Ihre Nichte. Danke. Mein Neffen, meine Nichte? Ja, Herr Doktor. Was wissen Sie von beiden? Sehen Sie da einen Zusammenhang mit den Anschlägen auf mich? Ja. Welchen? Nun, wenn Sie sterben, entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor, wer beerbt Sie? Wer? Meine Verwandten, mein Bruder. Ja, den man sicher sofort entmündigen wird. Wer sollte ihn entmündigen? Seine Kinder. Beschreiben Sie uns Ihren Neffen. Was Sie sich da vorstellen, kann nicht stimmen. Mein Neffe ist unfertig. Er weiß noch nicht, was er will. Er hat keinen festen Beruf. Er jobbt ab und zu mal, glaube ich. Fängt irgendwas an, hört wieder auf. Und das allerdings bei den Ansprüchen, die er hat, ist er immer in Geldschwierigkeiten. Aber die mit Mord zu beheben, so, das schlagen sich aus dem Kopf. Wissen Sie, dass Ihr Neffe vorbestraft ist? Ja. Ich habe mal gehört, wegen eines Rauschgiftdeliktes. Junge Leute sind neugierig. Er hat's mal probiert. Naja, er hat aber auch gedealt. Und wenn er drogenabhängig ist? Und vor allem von den Leuten, die ihm das Zeug beschaffen. Und die eine fabelhafte Möglichkeit sehen, an Geld zu kommen, an viel Geld, an ihr Geld. Wie wollen diese Leute durch meinen Tod an mein Geld kommen? Das werde ich Ihnen sagen. Ihr Bruder ist Ihr Erbe. Er wird entmündigt und damit sind Ihre Nichte und Ihr Neffe Alleinerben. Und sollte Ihr Neffe drogenabhängig sein, dann geht die Rechnung für die Mörder auf. Sie werden ihn ausquetschen wie eine Zitrone. Sie werden den letzten Pfennig aus ihm herauspressen. Mein Neffe kann mit diesen Plänen nichts zu tun haben. Das muss er auch gar nicht. Der Plan ist wasserdicht. Es handelt sich hier um Leute, für die ein Mord nichts anderes ist als ein rein geschäftlicher Vorgang. Dazu brauchen die ihren Neffen gar nicht. Sagen Sie bitte, kennen Sie eigentlich das Lokal zur Rose in der Rosestraße? Nein. Dort verkehrt Ihr Neffe. Und auch die Leute, die für die Mordanschläge auf Sie in Frage kommen. Ach ja, und da ist dann ist noch etwas. Sie haben heute Nacht telefoniert. Um 1 Uhr. Mit wem? Mit der Frau, die Sie gewarnt hat? Ja. Können wir uns das Gespräch mal anhören? Nein. Warum denn nicht? Ich hab's nicht aufgenommen. Wieso? Es widerstrebte mir. Was heißt jetzt, es widerstrebte mir? Ich meine, es ist doch der Schlüssel zu allem. Ich meine, über Sie kommen wir doch zum Täter. Haben Sie schon öfter mit ihr gesprochen? 3-4 Mal. Und Sie haben die Gespräche nicht aufgezeichnet? Ja, wissen Sie denn nicht, dass es lebenswichtig für Sie ist? Über die Stimme kommen wir zu der Frau und über Sie zum Täter. Ich glaube, diese Frau ist selbst in Gefahr. Und das ist für mich ein schrecklicher Gedanke. Adolf Kussmann, der Pächter des Lokals zur Rose. Wird bei uns als gefährlicher Schläger geführt. Einschlägig vorbestraft, wegen schwerer Körperverletzung. Walter Busch, Kellner in der Rose, dem es auch nicht schlecht geht. Er hat eine Wohnung über dem Lokal. Lebt zusammen mit dieser Frau, Charlotte Drewitz. Sie arbeitet am Ausschank und in der Küche in dem Lokal. War kein junges Mädchen dabei? Ein junges Mädchen? Können Sie sie beschreiben? Nein, wir wissen nur, dass sie eine angenehme Stimme hat. Gehen Sie heute nicht in die Firma? Nein.
Sind Sie mittags hier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wohnt Ihre Schwester nicht in der Rosenstraße? Ja. Warum? Ist Ihnen das Lokal zur Rose bekannt? Nein, das kenne ich nicht. Es ist nicht so wichtig, Frau Wolf. Vielen Dank. Haben Sie gar keine Angst? Doch, Frau Wolf, ich habe Angst. Was darf es denn sein? Ein Bier, bitte. Pils, Export? Ein Pils. Pils. Sie waren noch nie hier? Nein. Wir haben fast nur Stammgäste, deswegen fällt es mir auf. Also ein Pils. Ich weiß doch nichts. Mein Bruder sagt mir nichts. Ich frage ihn andauernd, komm, Walter, sag, was ist los mit dir? Manchmal ist er ganz normal. Aber dann. Er ist krank und ich habe Angst um ihn. Aha, das war ja zu erwarten. Hören Sie mich? Können Sie mich hören? Verstehen Sie, was ich sage? Was wollen Sie? Du sollst ein paar Fragen beantworten. Kennen Sie das Lokal zur Rose? Zur Rose. Kennen Sie es? Da kriegen Sie doch immer Ihren Stoff her. Kennen Sie da ein junges Mädchen? Vielleicht die Tochter von irgendjemandem? Frau Drewitz hat eine Tochter. Sie sitzen hier schon seit 2 Stunden. Ich habe Zeit. Warten Sie auf jemanden? Kann sein. Mache ich Sie nervös? Wie kommen Sie darauf? Man sieht es Ihnen an. Hören Sie. Es gibt Gäste, die wir hier nicht mögen. Kann sein, Sie gehören dazu. Dann fliegen Sie nämlich raus, und zwar auf eine Weise, die Ihnen nicht gefallen wird. Also trinken Sie Ihr Bier aus und verschwinden Sie. Was tun Sie denn hier? Sie haben dieses Lokal erwähnt, ich wollte es mir mal ansehen. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Herr Busch? Ja? Walter Busch? Ja? Kriminalpolizei. Herr Kussmann, Sie wohnen hier im Haus, Herr Busch? Ja, im ersten Stock. Zusammen mit Frau Drewitz? Ja? Zeigen Sie uns mal Ihre Wohnung. Wozu wollen Sie meine Wohnung sehen? Was wollen Sie da finden? Die Wohnung ist absolut sauber. Wovon Sie sich gerne überzeugen können, bitte sehr.
kümmert euch um Herrn Kussmann. Charlotte, komm. Kommen Sie nur, Dr. Lippert. Ich weiß, uns wird hier manches nachgesagt. Damit haben wir uns schon abgefunden. Sehen Sie sich nur um. Steht alles zu Ihrer Verfügung. Kommen Sie auch. Nur zu. Aber vielleicht sagen Sie mir, was Sie eigentlich suchen. Ich erlaube Ihnen auch, jeden Schrank zu öffnen, jede Schublade. Blamieren Sie sich. Wollen Sie nicht. Bitte, die Küche. Nebenan ist noch ein Zimmer. Entschuldige, Anita, die Herren sehen sich ein bisschen um. Polizei. Tochter von Frau Drewitz. Bitte, Dr. Lippert. Sagen Sie etwas. Nein, sagen Sie nichts. Ich kenne Sie. Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe.